Herzlich willkommen, liebe Maultaschenfreunde. Wir sind ja nicht nur Maultaschenliebhaber, sondern wir sind ja auch ein kleines Startup-Unternehmen, das sich immer wieder ja, durch die ganzen Gegebenheiten durchkämpfen muss. Und wir werden ständig im Umfeld auch gefragt, was treibt euch gerade um, was bewegt euch? Und in dem Rahmen möchten wir jetzt einfach wöchentliche Gedanken loslassen. Ich will das immer montagabends machen. Einfach ein paar Gedanken, die uns gerade bewegen, die uns ja, vielleicht die Woche gerade ein bisschen umtreibt. Und so kriegt ihr vielleicht ein bisschen einen Einblick da, was bei uns so gerade passiert. Aktuell, ihr seht selber, ich bin jetzt bin auch ein bisschen warm, sag ich mal. So wird es irgendwie gerade so ziemlich jedem gehen. Aber das hat auch Einfluss auf das, was unser tägliches Doing angeht. Ne? Wir sind am kommenden Wochenende bei drei Events, bei drei Veranstaltungen. Einmal in Freudenstadt beim Streetfood-Markt, Freitag, Samstag, Sonntag. Beim Streetfood-Festival Hohenlohe in Öhringen, auch Freitag, Samstag, Sonntag. Und bei der Sternschnuppennacht auf der Burg Hohenzollern, Samstag, Sonntag. Nee, falsch, Freitag, Samstag. sind drei Events, die einfach massiv vom Wetter abhängen. Jetzt stellt sich uns natürlich die Frage, wann kommen die Leute? Wie viele Leute kommen denn? Wie viel Ware müssen wir denn mitnehmen? Und da wir versuchen immer ein Event auch, sag mal, ein Stück weit zu durchleuchten und uns wirklich Gedanken darüber zu machen, wie reagiert jetzt das Publikum? Ja, also jetzt sind wir ja zum Beispiel Freudenstadt sehr im Schwäbischen, in Öhringen im Hohenlohischen, wobei die nicht so weit unterschiedlich sind, aber jetzt kann die Theorie natürlich sein, weil jetzt kommendes Wochenende ein bisschen angenehmer von der Temperatur wird, dass der Schwabe sagt, ja Mensch, da gang ich bis im Garten, geh hoch und muss ja jetzt auch mal wieder im Garten schaffen. Könnte sein, wir wissen es aber nicht so richtig. Ne? Am Sonntag ist normal beim Streetfoodmarkt immer ein recht guter Tag, wenn es da jetzt auch nicht so heiß ist wie jetzt die letzten Tage, dann könnte das auch echt spannend werden. Aber dadurch, dass die Temperatur vielleicht wieder ein bisschen runtergeht, sagen vielleicht die Familien auch, Mensch, gehen wir lieber Radtour machen. Vielleicht kommen sie dann auch bei uns vorbei. Aber wir wissen es nicht, ne? Entschuldigung. Und da müssen wir uns, ja, da müssen wir uns einfach immer wieder in jegliche Richtung irgendwelche Gedanken machen. Wie die Lösung jetzt konkret aussieht, wissen wir selber noch nicht. Aber gerade aufgrund von Bestellungen, von Waren, die ja dann auch nicht ewig haltbar sind, müssen wir da schon ganz konkret werden. Das ist gerade so aktuell, Entschuldigung, der Gedanke, der uns gerade so ein bisschen umtreibt. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Tipps habt, gerne Kommentare unten rein. Wenn ihr Fragen habt, die euch auf der Zunge brennen, die euch interessieren, einfach hier unter das Video kommentieren und ja, ich nehme es einfach nächste Woche mit auf oder schaue, dass ich sie beantworten kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend vor allem und eine tolle Woche und dann bis nächste Woche. Ich weiß noch nicht, was nächste Woche die Gedanken sind, aber das wird sich zeigen. Die Woche ist lang. Bis dann.